Hallo Leute, willkommen zurück hier in Dr. Brysons Büro auf der Citadel im DLC um Leviathan. Und wir reden jetzt weiter mit Anne Bryson. Zu uns gesellt haben sich Edie und der James Vega. Also Anne Bryson. Anne, ich weiß, es ist schwer, aber wenn Sie uns noch irgendwas sagen können. Ich glaube nicht, dass es da noch etwas gibt. Aber ich kann Ihnen was zeigen. Was meinen Sie damit? Das Artefakt sendet nur ein Signal, wenn Leviathan jemanden kontrolliert. Soll er mich kontrollieren? Sie könnten das Signal zurückverfolgen. Es ist zu riskant, auf jeden Fall. Sie meinen, er soll sie übernehmen? Das ist zu gefährlich. Meine Entscheidung, nicht Ihre. Sie sagten doch, ich sei Ihre letzte Chance, das Ding zu finden. Wir wissen nicht, was passieren wird. Wenn wir warten, erreichen die Reaper Leviathan zuerst. Nur ich habe genug Zeit mit ihm verbracht, um das durchzuziehen. Sie suchen jemanden, der die Reaper bekämpft, Commander. Ich suche das Monster, das meinen Vater ermordet hat. Wir wissen immer noch nicht, wonach wir suchen. Dann finden wir es raus. Commander, was wir da mit Anne vorhaben, das klingt höllisch gefährlich. Notiert. Edie? Energiesignatur blockiert. Warte auf Aktivierung. Sie müssen das nicht tun. Sind Sie sicher? Ja, ganz sicher. Ich bleibe genau hier. Okay. Ich bin bereit. James, Eindämmungsschild aus. Schild ist aus. Artefakt online. Schon was da? Noch nicht. Moment. Da ist etwas. Ich spüre Kälte. Edie? Noch nichts. Heilige Scheiße. Signal vorhanden. Verbindung halten. Zurück. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Dios. Verbindung halten. Hören Sie, ich habe sie gefunden und die Reaper sind direkt hinter mir. Sie haben sie gebracht. Sie sind eine Bedrohung. Genau wie Sie. Ich weiß, was Sie können. Der Krieg braucht Sie. Es gibt keinen Krieg. Es gibt nur die Ernte. Edie, haben wir genug? Teilerfassung. Verbindung zur Eingrenzung der Suche halten. Sie haben's gehört. Wir haben genug. Ich aktiviere den Schild. Tun Sie's. Mann. Sind Sie okay? Anne? Anne, alles in Ordnung? Ja. Ich glaub schon. Haben wir Ergebnisse? Ja, aber die Suche wird eine Weile dauern. Koordinaten an die Normandie gesendet. Gut. Besser als nichts. Commander? Ich habe noch etwas gespürt. Wut. Er weiß, dass wir näher kommen. Ich glaube, er will sie töten. Eröffnen wir erstmal ihn. Tja, das mit dem Töten haben einige schon versucht. Okay. Der Vega ist weg. Die Anne ist weg. Ist die Anne oben? Und ruht sich vielleicht aus. Nö, die ist einfach weg. Im Badezimmer möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgucken. Okay, ja, dann zurück zur Normandie. Da sollen wir hin. Zurück zur Normandie. Die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Das heißt, wir kommen dem Leviathan immer näher und das gefällt ihm gar nicht. Und die Anne Bryson meint, er will unseren Shepard töten. Gut. Damit wäre auch, würde er sich auch zu den anderen Reapern gesellen. es blinkt hier nichts.
Commander? Die anderen haben auch nichts zu sagen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wahrscheinlich haben wir jetzt nur einen Cluster ausfindig gemacht. Ich hätte natürlich den Vega abhalten können vom Ausschalten. Und dann wäre die N wahrscheinlich zu Schaden gekommen. Das wollte ich jetzt auf keinen Fall. Sigurds Wiege nach Leviathan scannen, okay? Wir wissen, dass er sich irgendwo hier in Sigurds Wiege befindet. Aber wo? Das ist hier die Frage. In Skepsis haben wir 50%. Ich glaube... So. Keimowitz. In Keimowitz war nix. Nö. Jetzt geht's aus. Ausweichen erfolgreich. Gut. Da Psi Toffet ist aufgetaucht. Ah, und Mill und Lenal. Okay. Dann fliegen wir mal wohin? Fliegen wir mal nach links unten als erstes. Nach Mill. Und schauen wir mal, ob wir da was finden in Mill. Ich vermute mal, dass der Leviathan auf einem Planeten oder Asteroiden ist. Ich habe etwas gefunden. Oh, Kalkos. Kalkos. Scannen. Ist da was? Haben wir ihn gefunden? Oh, Husk-Neuralkarte gefunden. Okay. Aber keinen Leviathan. Und es kommen aber auch keine Reaper. Das ist sehr schön. Hier ist nix. Ist der in dem Asteroidengürtel irgendwo? Okay. Ah, hier ist noch was. Hier. Ah. Mylasi. Mylasi. Was? Suche erfolglos. Auf den Scans der Planetenoberfläche finden sich keine Hinweise auf Leviathans Energiesignatur. Setzen Sie die Suche fort. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Okay. Mill ist er nicht. Dann fliegen wir mal als nächstes nach Lenal. Hoffentlich geht unser Treibstoff nicht aus. Ich weiß nicht, ob in Skepsis eine Treibstofftankstation war. Signal bestätigt. Ah, da kommen sie aber, die Reaper. Triginta Petra. Triginta Petra. Scannen. Und... Dextro-Rationen. Wir werden nach diesem DLC auf jeden Fall auf unser Terminal gucken müssen. Aha. Laconix. Okay, Suche erfolglos. Auf den Scans der Planetenoberfläche finden sich keine Hinweise auf Leviathans Energiesignatur. Setzen Sie die Suche fort. Kein Anzeichen von Leviathan bei diesen Koordinaten. Mhm. Auf Laconix war nix. Okay, das heißt, wir fliegen nach Psi Toffet. Ich hoffe, der Treibstoff reicht. Ich glaube schon. Bin jetzt mal ein bisschen risikofreudig. Ich glaube, da reicht's. So. Ich habe etwas gefunden. Okay. 2181 Despoina. Ja, da muss er ja fast hier sein. Dieser Planet wurde erst kürzlich von menschlichen Raumsonden entdeckt und es gibt keine Berichte, die darauf hindeuten, dass er seitdem erforscht wurde. Scans deuten darauf hin, dass er von einem Ozean aus flüssigem Wasser bedeckt ist und eine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre besitzt. Es gibt dort mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ein wenig photosynthetisches Leben. Keine Bewohnung. Okay. Keine Bewohner. Wir scannen aber trotzdem. Weil wenn er hier nicht ist, weiß ich auch nicht, wo wir noch suchen müssen.
Suche erfolgreich. Die Scans zeigen Leviathans Energiesignatur an. Zur Bestätigung ist eine genauere Untersuchung erforderlich. Ist ja diese klar. Diese Koordinaten passen zu unserer Spur von Leviathan. Danke, Edi. Ist ja klar am letzten Ort, wo wir scannen. 2181 des Poina. Landen. Und ja, ich möchte ganz gerne mitnehmen dieses Mal die Liara, ja, oder? Also auf jeden Fall die Ashley, die nehme ich auf jeden Fall mit. Und ich glaube, ich nehme mal die Tali mit. Wir sind Biotiker, Ashley hat die Feuerpower und Tali hat das technische Verständnis. Was haben wir denn über hier? Okay. Ja, und Tali, genau, Ashley und Tali. So, auf 2181 des Poina. Die Bewaffnung lassen wir so. 7 Punkte, wir machen die Schockwelle. Aufladetempo um 40% erhöht. Ihr Schockwelle hebt Ziele kurzzeitig in die Luft. Aufladetempo um 40% erhöht, klingt gut. Gut, und dann hätten wir noch einen Punkt für diese Clustergranaten. So, Stufe 57 ist unser Shepard. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und weiter geht's. Oh, schaut mal, ein riesiger Ozean. Toller Planet, also war auch toll gemacht, meine ich. Sehr cool. Na, jetzt aber. Cortez, was sagt die Sonde, die wir losgeschickt haben? Ich bin dran, Commander. Wir haben die Bestätigung, dass Leviathan-Signal von diesem Planeten kommt. Hab gehört, wie Anne uns geholfen hat, ihn zu finden. Gruselig. Was genau wird uns da unten wohl erwarten? Ein Reaper-Killer. So hat Brysons Einsatztruppe ihn genannt. Sieht aus, als will er nicht gefunden werden. Er hat keine Wahl mehr. Wir sind hier. Schon, aber wie geht's weiter? Er ist nicht sehr umgänglich. Und ich weiß nicht, ob wir wirklich Hilfe von einem Reaper wollen. Ja, die Frage beschäftigt mich ehrlich gesagt auch schon länger, Ashley. Aber zumindest die Beweggründe müssen wir rausfinden, warum er sich so verhält, wie er sich verhält, warum er sich vor den Reapern versteckt. Und das müssen wir rausfinden. Und dann können wir vielleicht die Lage auch ein bisschen besser einschätzen. Wir suchen keine Freunde. Niemand will Freundschaft mit ihm schließen. Aber wenn das Ding die anderen Reaper beunruhigt, brauchen wir seine Hilfe. Commander, neue Daten von der Sonde. Sie hat Leviathans Position eingegrenzt. Und es wird ihm nicht gefallen. Nur raus damit. Da ist nichts außer Ozean. Es gibt eine Konzentration von Objekten an der Oberfläche. Aber die Sonde ortet das Signal darunter. Weit darunter. Unter Wasser? Sieht so aus. Das Shuttle müsste aber trotzdem hinkommen. Okay. Wow. Das geht? Das Kodiak hält laut Hersteller 1000 Atmosphären aus. Ich hab's aber nie selber getestet. Wir werden es wohl rausfinden. Status! Ein Impuls hat uns getroffen! Die Systeme fahren runter! Gut festhalten! In Ordnung? Durchgeschüttelt. Aber ich werde es überleben. Was ist mit dem Shuttle, Cortez? Ich versuche gerade, die Energieversorgung wiederherzustellen. Verstanden. Wir sehen uns um. Das gefällt mir nicht, Shepard. Wir sind nicht die Ersten, die hier gestrandet sind. Dieser Impuls war Absicht. Könnte Leviathans letzte Verteidigungslinie sein. Auf Shuttle-Reparatur warten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das glaube ich auch, dass das der Leviathan war. Ja. Und woher weißt du, dass wir nicht die Ersten sind, die hier gestrandet sind, Charlie? Weil da Sachen liegen. Sturmgewehr Universalklinge 3 und M55 Argus. Was bist denn du für eine? Du bist ein Sturmgewehr.
Die Argus. Argus, Argus, Argus. Schaut mal das Gewicht. Das können wir doch nicht machen, Leute. Ich bleib bei meiner Avenger erstmal. Wobei, wie schon gesagt, ich von der Paladin immer mehr begeistert bin. So. Ich erkenne diese Schrift nicht. Wie lange liegen sie wohl schon hier? Gute Frage, aber es sind scheinbar... Ich dachte, es ist nur ein Schiff. Ne? Es sind mehrere auf Shuttle-Reparatur waren. Wir schauen uns weiter um hier. Was sind das hier für Container? Artefakt. Datenpad. Datenpad Lock Atten Brooks. Die Hülle wird halten, sagen sie zumindest. Welcher Gott auch immer über die E-Zero Prospektoren wacht, hat seine Hand über uns gehalten. Obwohl die Wasserlandung von einem gewaltigen Krachen begleitet war, verdrängt die MSV Monarch, genug Luft, um nicht unterzugehen. Wir alle sind dankbar, noch am Leben zu sein. Captain Pratt hat sogar den Champagner rausholen lassen. ich schätze, das hilft, die richtige Sichtweise zu bewahren. Ja, das glaube ich auch. Die große Frage ist, was unser Absturz überhaupt verursacht hat. Kanshan sagt, es sei kein Blitz gewesen, sondern eine Art von Impuls. Ja, das gleiche, was Tali sagt. Eine zielgerichtete Energiewaffe wäre eine Möglichkeit, aber wo sollte sie hergekommen sein? Es gibt keinen Funkverkehr. Die ganze verfluchte Ozean ist vollkommen still. Heute Abend versuchen die Techniker, die Energie umzuleiten, um die Masse zu verringern, bevor die Triebwerke gezündet werden. Wenn alles gut geht, sind wir in 24 Stunden wieder in der Luft. Okay. Das war mal die optimistische Sichtweise. So. Hier war irgendwo ein... Was ist das? Sternenkarte? Shepard, eins von den Artefakten. Das erklärt, warum keiner von ihr wegkommt. Ja. So, hier. Da suchen wir erstmal noch. Was ist das? Skelettierte Überreste. Eine Idee, wie alt die sind? Schwer zu sagen. Wenn es hier Geräte gäbe, könnte ich das ermitteln. Okay. Datenpad. Datenpad Lock Shen Kanshan. Sämtliche Versuche, wieder in die Luft zu kommen, sind gescheitert. Der durch die Pulse angerichtete Schaden, wenn man es überhaupt Schaden nennen kann, ergibt physikalisch gesehen keinen Sinn. Die Verbindungen sind nicht durchgebrannt und trotzdem zünden die Triebwerke der Monarch nicht. Das Notsignal ist ebenfalls tot, obwohl der Großteil unserer Elektronik noch funktioniert. Es scheint also keine Folge der Abschirmung zu sein. Mhm. Ohne Notsignal haben wir keine Chance. Ich habe üble Dinge über eine Rationierung der Vorräte gehört und ich denke, deshalb hat uns der Captain auch befohlen, Regenwasser zu sammeln und auf Deck Zelte aufzustellen. So bleiben wir beschäftigt. Brooks hat vorgeschlagen, die Waffe des Triton zu benutzen, um Fische zu erlegen. Die Idee ist gut, nur leider habe ich noch nichts gesehen, was einem Fisch auch nur ähnlich sah. Ich wünschte, ich wäre ein Optimist. Okay. Ja, dann gehen wir mal zu diesem Artefakt hier. Okay. Datenpad untersuchen. Datapad Lock Dr. Chai Lin. Die Rationen reichen noch für 2 Tage. Brooks hat eine Drohne auf den Meeresgrund geschickt, die mit biolumineszenten Pflanzen zurückkam, von denen jedoch keine genießbar ist. Ich hatte die Crew davor gewarnt, sie vor Abschluss meiner Tests zu essen, aber Romero und Molins haben sich nicht daran gehalten. Sie können nicht aufhören, sich zu übergeben und ihre Dehydrierung kostet uns wertvolles Trinkwasser. Wir haben Kanshans Team auf einem Floß zu den Wracks geschickt. Sie kamen mit Sphären irgendeiner Alien-Technologie auf organischer Basis zurück, aber ohne etwas zu essen. Ich würde ja gerne glauben, dass sie uns Antworten geben können, aber was wäre wohl geschehen, wenn sie den anderen Schiffen geholfen hätten, das alles zu begreifen? Dann wären sie wohl kaum noch hier, oder? Es wird kalt. Okay, und hier das Artefakt können wir kaputt schießen. Machen wir das mal. Okay, das sind noch mehr Zelte. Hier ist noch ein Datenpad. Erkundungsdaten aufheben. Ah, okay. Credits. Ah, hier ist kein Zelt. Oh doch, da ist aber was. Artefakt. Noch ein Artefakt. Untersuchen. Datapad Lock Captain Abel Pratt.
Ramos ist der Erste, den wir verloren haben. Er hat versucht, eine der Sphären über Bord zu werfen und dabei ist irgendetwas geschehen. Kanchen und vielleicht 3 oder 4 weitere Männer haben wie Wahnsinnige auf ihn eingeprügelt. Ich wünschte, ich wäre schnell genug gewesen, um ihnen zu retten. Oh, die haben die Nerven verloren. Die Männer zeigten keinerlei Reue und noch nicht mal Verständnis. Es ist offensichtlich, dass ich nicht länger die Kontrolle habe. Um die Ordnung zu wahren, habe ich eine Bestattung abgehalten. Die Crew wäre ansonsten wie tollwütige Hunde über die Leiche hergefallen. Wir einigten uns auf einen Kompromiss. Er wird es im Wasser angebunden, um aasfressende Tiere anzulocken, die wir dann fangen können, um etwas zu essen zu haben. Wenn innerhalb von 3 Planetentagen kein Tier anbeißt, schneiden wir ihn ab, um ihm eine Seebestattung zuteilwerden zu lassen. Wir haben die Tritons abgeschottet. Sie sind gefährlich, vor allem angesichts des Geisteszustandes der Crew. Was würde ich nicht für einen Hai geben? Oh Mann. Okay. Okay, ja gut, Leute, da ist noch mehr. Okay. Wir sehen uns aber im nächsten Part hier um. Wir machen hier aber noch einen Logbuch-Kodex-Eintrag. Technologie. Element Zero. Wenn elektrische Spannung an das seltene Element Zero, E0, angelegt wird, strahlt es ein Feld mit dunkler Energie aus, das die Masse der Objekte im Wirkungsfeld vergrößert oder reduziert. Für diesen Masseneffekt gibt es zahllose Anwendungen. Von der Erzeugung künstlicher Schwerkraft bis zur Herstellung extrem belastbarer Baumaterialien. Die wichtigste Nutzung aber ist das Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit. E0 entsteht, wenn feste Materie, zum Beispiel ein Planet, dem Kraftfeld einer Supernova ausgesetzt wird. Deshalb findet man Element Zero häufig in den Trümmernebeln von Neutronensternen und Pulsaren. Aber der Abbau in diesen Gebieten ist riskant und bedingt den aufwendigen Einsatz von Robotern, Telepräsenztechnologien und Schutzschilden gegen die tödliche Strahlung der toten Sterne. Aus diesem Grund können nur sehr wenige Unternehmen die nötigen Kosten für den Abbau an diesen Primärquellen aufbringen. Die Menschen haben raffiniertes Element Zero in der Proteanischen Station auf dem Mars entdeckt und konnten dadurch Masseneffektfelder und ULG-Antriebe entwickeln. Jetzt wissen wir darüber auch Bescheid. Ich glaube, dass die Information hier drin war relativ neu. Das war, glaube ich, in den früheren Spielen anders beschrieben. Sehr cool. Gut, Leute, dann sehen wir uns hier auf 21... Reaper! Sie waren direkt hinter uns! Das Shuttle-Schützen! Okay, wir machen hier im nächsten Part weiter. Bis dann!